Herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach der 1:3 Heimniederlage des KSC gegen den FC St. Pauli. Bei uns sind wie gewohnt die beiden Cheftrainer und der Gast hat in Karlsruhe auch das erste Wort. Ja, vielen Dank erstmal. Ich glaube, wir haben heute ein gutes Zweitligaspiel gesehen. Beide Mannschaften wollten nach vorne spielen. Spricht auch, glaube ich, die Torschussbilanz für, das sieht man ganz klar. Wir haben letztendlich, glaube ich, geschafft, uns die besseren Chancen zu erspielen und sind dementsprechend auch verdient mit 2-0 in die Halbzeit gegangen. Wir hätten da vielleicht sogar das eine oder andere Tor noch mehr machen können. In der zweiten Halbzeit wurde es dann immer hektischer, auch durch, glaube ich, einige Schiedsrichterentscheidungen und das Publikum. Da freuen wir uns alle, dass das wieder zurück ist. Das macht Fußball ja auch aus. Und am Ende, glaube ich, sind wir auch verdient mit 3-1 vom Platz gegangen. Und großes Kompliment an meine Mannschaft. Vielen Dank. Christian, wie fällt dein Fazit heute aus? Ja, ich kann mich nur anschließen. Zunächst mal Glückwunsch zu einem verdienten Auswärtssieg hier in Karlsruhe. Die Mannschaft ist 4-5 Minuten richtig gut ins Spiel gekommen. Warum ich das erwähne ist, es gab dann einen kleinen Fehlpass, der völlig normal ist im Spiel. Und danach war das so ein bisschen abgeschnitten. Danach hat der Gegner das Kommando übernommen, hat seine fußballerische Reife und seine Qualität auf den Platz gebracht. Natürlich ist es ein Stück weit ärgerlich, wie du dann das 0-1 bekommst. Und dann wird es natürlich schwierig gegen diesen Gegner, der uns dann die Kugel überlässt, der wartet auf diese Umschaltaktion, der da auch eine seiner großen Stärken natürlich auf dem Platz hat mit dieser Dynamik und dieser fußballerischen Raffinesse. Wir haben es nach vorne bis auf eine Abschlussaktion, glaube ich, kurz vor dem Elfmeter nicht geschafft, den Gegner so richtig unter Beschuss zu bringen. Dann kam der Elfmeter kurz vor der Pause und wenn ich mal diese 10 Minuten zusammennehme, Elfmeter, 0-2 und die 5-6 Minuten nach der Pause, dann ist es, glaube ich, einer dieser Tage, wo wir noch ein paar Stunden hätten spielen können. Immer wenn wir so ein bisschen geschnuppert haben, hätte uns der Gegner wahrscheinlich nochmal einen reingehauen. Und wenn wir da das 1-2 machen, kommen wir sicherlich nochmal zurück, dann stellen wir uns wieder relativ ungeschickt an beim 0-3 und dann ist das Spiel natürlich durch an diesem Tag. Dennoch haben es die Jungs dann versucht, immer wieder dran zu bleiben. Das zeichnet die Mannschaft auch aus und das haben wir ihr auch mitgegeben. In Summe hat mich an diesem Tag eigentlich am meisten gestört, dass der Gegner einen Schuss mehr Männlichkeit auf dem Platz hatte. Dass er eine enorme fußballerische Qualität hat, dass der Club da eine Mannschaft auf dem Platz hat, die alles hat, um bis zum Schluss ganz oben dabei sein. Das wussten wir. Dass sie in diesem Bereich auch besser waren, das hat uns ein bisschen wehgetan an dem Tag oder uns allen. Und das werden wir mit den Jungs aufarbeiten. Und dann wartet in dieser Liga logischerweise nächste Woche wieder der nächste Hochkaräter tabellarisch. Und darauf freuen wir uns wieder und dann werden wir wieder zurückkommen. Dankeschön. Vielen Dank. Die Medienvertreter im Stadion konnten ihre Fragen Corona-bedingt per WhatsApp einreichen. Und für die Fragen an Timo Schulz will ich an meinen Kollegen geben. Vielen Dank. Die erste Frage von Michael Ackermann, Bild-Zeitung, geht gleich an beide Trainer. Da geht es um den Elfmeter. Wie beurteilen Sie den Elfer? War es eine harte Entscheidung? Ich habe es noch nicht gesehen im Fernsehen. Grundsätzlich ist es so, wenn der Schiri pfeift, dass es ein Elfmeter ist. Ich habe es gesehen. Ich habe nicht viel gesehen, aber ich gebe meinem Kollegen recht, wenn er pfeift, dann ist es Elfmeter. Es wird auch überprüft heutzutage, deswegen. Es ist sicherlich eine Ansichtssache, aber das hat mit dem Spielverlauf, mit dem Spielergebnis oder mit der Art und Weise, wie das Spiel gelaufen ist, klar mit dem 0-2 einen gewissen Einfluss, aber nochmals, wir sollten aufpassen, dass wir uns darüber nicht zu sehr Gedanken machen über diese Szene. Wir haben andere Aufgaben. Nochmal Michael Ackermann, Schulle, ist es bezeichnend, dass ihr die Auswärtsserie beendet, nachdem ihr ein Tor geschenkt bekommen habt? Wie groß ist die Erleichterung? Ja, ob das jetzt geschenkt war, wir haben uns gut durchgespielt auf der Seite, spielen einen gefährlichen Querpass. Sicherlich hätte man den besser verteidigen können, aber ich habe auch ein paar andere Szenen gesehen vorher, wo wir dann ein Tor hätten schießen können. Von daher spreche ich da nicht vom geschenkten Tor, sondern das haben wir uns rausgespielt. Und ob das dann in direktem Zusammenhang mit dem Endergebnis steht, weiß ich auch nicht. Mir hat die Art und Weise gefallen, wie wir gespielt haben und wie dann die Tore fallen, das ist dann zweitrangig. Hauptsache, sie fallen. Dann eine Frage zu Burgi. 2 Vorlagen, 1 Tor. Er hat wieder geliefert. Wie zufrieden bist du mit ihm? Ja, Burgi ist, was die Effektivität angeht, natürlich absoluter Topspieler bei uns. Was die Art und Weise, gerade im Kombinationsspiel angeht, im Bälle festmachen angeht, habe ich ihn schon mal besser gesehen.
Carsten Harms vom Hamburger Abendblatt. Wie wichtig ist es aus deiner Sicht, dass das Thema Auswärtsflaute erst einmal wieder keines mehr ist? Ja, also das war ja hauptsächlich bei den Medien ein Thema. Also wir haben die Spiele einzeln aufgearbeitet, wie mein Kollege schon gesagt hat, sauber analysieren, Lehren draus ziehen, besser machen beim nächsten Mal. Von daher ist jetzt Ruhe, aber bei uns war das nie das Riesenthema. Und nochmal, Carsten Harms, gibt es etwas, das du an der Vorstellung deines Teams auszusetzen hast? Ja. Ich nehme mal an, was er würde nachfragen, wenn er im Raum wäre. Ja, mir hat am Ende die Phase nicht gefallen, wo wir den Gegner dann immer wieder zurückgelassen haben ins Spiel. Die Karlsruher sind permanent angerannt, sind gefährlich geworden, vor allem durch Flanken aus dem Halbfeld. Und ich bin der Meinung, dass wir da gerade in der Konteraktion noch deutlich schärfer hätten sein können. Körpersprache bei einigen Spielern hat mir überhaupt nicht gefallen. Dementsprechend gibt es da einiges aufzuarbeiten. Ich sehe keine Fragen mehr. Das kann aber auch an meinem Empfang liegen. Sonst müsste ich die Kollegen... Das ist nicht schlimm. Nee, das müssten alle sein von den Hamburger Kollegen. Christian, mit dir geht's weiter. Auch Michael Ackermann von der Bild will wissen, du warst nach der gelben Karte sehr aufgebracht und überrascht. Weißt du mittlerweile, warum du sie bekommen hast? Ja, logisch, weil es die Regel gibt, dass wenn ein Trainer seine Wasserflasche 75 cm Richtung eigenem Sitzplatz legt, dann gibt es da gelb. Da hat einer eine Idee gehabt, irgendwann mal vor ein paar Wochen erst die gelbe Karte einzuführen, dann aber noch on top diese Regel dazu. Ich bin auch noch mit einem blauen Auge davongekommen. Ich habe schon Kollegen gesehen, die sind dann ganz hoch gegangen. Also insofern darf mir das nicht passieren. Aber Glückwunsch nochmal an alle, die sich das haben einfallen lassen. Marius Bücher von den BNN will wissen, was war heute spielentscheidend, das unglückliche 0:1 und der Elfmeter oder etwas anderes? Ja, das sollte die Dinge dazugehören, ist ganz klar. Aber nochmal, heute ist eine Mannschaft auf uns getroffen, die ja nicht umsonst der Jahrgangsbeste ist dieses Jahr. Die sind über Monate gewachsen. Da hat jeder hat eine Idee, wenn er die Kugel bekommt. Das ist schon ersichtlich, warum diese Mannschaft ganz da oben unterwegs ist und immer eine gewisse Vororientierung, immer so ein Schritt gedankenschneller gewesen und plus die Tatsache, dass wir auch unsere Attribute, wo wir, glaube ich, schon zu den Besten in dieser Liga zählen und auch, Achtung, zählen müssen, um solche Gegner zu bezwingen, war der Gegner heute in Summe für mich auch männlicher. Abschließende Frage, was sagst du zu Fabian Schleusener und seinem Tor? Es hat mir gut gefallen. Kurz und knapp, vielen Dank. Das war's für heute. Gute Heimfahrt an unsere Gäste und bis zum nächsten Mal.